geht's. Wir sind in Sochester immer noch. Und als nächstes geht die Arena-Challenge für uns weiter. Und zwar hier in der Eisarena von Mel. Aber erstmal nur von uns irgendwas. Ich habe gerade eine Riesenpleite eingefahren. Meine Strategie gegen Gestalts-Pokémon war doch wohl nicht... Das Gestein? Okay. Dabei hatte ich sie mir noch 1:1 von meinem Bruder abgeholt. So ein Mist. Ja, so, den wir gerade verändert haben, gegen den ich gerade verloren habe. Noch besser einen guten Blick drauf, bevor der die Herausforderung fällt. Ah, okay. Moment, ich habe einen kleinen Fehler eingebaut. Und zwar... Okay, im Pokémon-Schild gibt es die Eisarena und im Pokémon-Schwert die Steigesteins-Arena. Ich habe mich ein bisschen vertan. Das heißt, ich werde dann umbauen. Ich werde mit Eterlion nach vorne sitzen. Ich weiß nicht, ganz von uns ein Eis-Pokémon ist es aber nicht. Naja, gut. Passiert auch mir. Ich muss ja derweil überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen an die Sache rangehe. Ja, jetzt bist du wieder auf dem richtigen Weg. Gut, okay, dann hat sich das mit dem Pferdepot natürlich erledigt. Der Terrion wird natürlich nach vorne gehen. Aber erstmal holen wir uns mal einen Balduin, einen neuen Ball. Hey, ich bin's, Balduin. Für jemanden wie dich, dessen Schicksal unter einem Wunschstand steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr. Ein Mondball. Cool. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, Pokémon zu fangen, die sich durch einen Mondstand entwickeln. Mit einem Mondball lassen sich Pokémon leichter fangen, mit denen der Mondstand eine Entwicklung auslöst. Ich finde faszinierend, was alles an dem Pokéball steckt, oder? Ja, es sind einige Pokémon. Aber ich weiß gar nicht, wie die alle irgendwie zu fangen sind. Na gut. Okay, die möchten nicht mit uns quatschen, aber du hier bestimmen, oder? Hallo. Oh, Pokémon-Gamer treten gegen deren Typen meinem Nachteil ist, macht uns mehr als gut. Man sich vorbereitet und eine gute Strategie entwickelt, um zu bestehen. Ja. Du stehst auch in 7. Arena, ne? Aber das ändert sich, das darf man nicht nachlässig werden. Ein Kampf in einer Stadt, in der es schneit. Hast du unsere Fette auf meiner Seite? Okay, größer als Eis-Pokémon oder was? Na gut. Dann gehen wir rein in die nächste Arena. Arena Nummer 6 müsste das sein. Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Ja. Dann bitte ich dich schnell zuallererst da drüben in der Umkleidekabine deine Uniform anzulegen. Und hier, nimm diesen Fallgrubendetektor. Den brauchst du für die Arena-Mission. Ja, der Aufbau ist dieselbe wie bei Pokémon Schild. Damit erstmal, oder hier kann man durch die Arena vom Typ gehen. Okay, das sollte kein Problem sein. Eigentlich kein Problem sein. Aber die Arena und Pokémon, wenn nicht Pokémon, wenn nicht irgendwie noch was dazu. Ich habe den Wasserstarter, das ist natürlich der Vorteil jetzt. Ja, der große Vorteil. Naja, schauen wir mal. Wir schaffen das schon. Nun denn, soll ich die Regeln der Arena-Mission von Citrus erklären? Gut, vielleicht ein paar erklärende Worte zum Fallgruben-Detektor für den Fahrrad. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wer in solch eine Fallgrube kommt, wird zuletzt erreichen Plattform zurückgebracht. Detektor, wie viel stärker, je näher du an der Fallgrube kommst. Ach, bei 4 davon? Okay, los geht's. Der offensichtliche Weg ist nicht gerade her. So, hier hat er leider schon ein bisschen vibriert. Sieht auch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich bin der erste gefunden. Okay, dann war das doch gleich. Na, hast du dich schon da mit ins Zirchester Stadion rumgelaufen? Dann war der leider noch nicht. So, Arena Trainer Ina mit einem 10-Mann-Tor. Wie gesagt, normalerweise sollten wir ein Problem haben mit unserem Intellion, aber wie gesagt, es kann alles passieren, dass sich das noch ein bisschen was ändert. So, Präzisionsschuss jetzt noch auf dieses 10-Mann-Tor. Und das war nicht so gut. Schwierig gerade. So, erste Physik. Gut, ne?
Da geht es nicht weiter auf die zweite Plattform, beziehungsweise Richtung Ziel. Ich vermute, dass es linksrum geht. Oder? Dann wollen wir das mal aus. Knapp. Dann haben wir die erste Hürde erledigt. Ja, auch wie in der. So. Teilgrube. Hier. Hier wird wahrscheinlich oben an der Wand fangen. Ja. So, dann haben wir hier. Jetzt geht über Gestalts-Pokémon. Ich bin einfach die allertollsten aller Pokémon. Karoli. Mit einem Kachteli. Haben wir ja auch noch gefangen. Ah, da wissen wir schon, was den Typ ist vom Typ Käfer. Gestein. Oh, das könnte jetzt wahrscheinlich wegstecken. Pokémon. Okay. Ja, ist klar. Du würdest wieder auf der anderen wieder oder nichts, oder? Nö. Cool. Gut. Dann haben wir den ersten Herren. Letztes Jahr die Femme-Quenz Teil 1. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Quest aber. Dann Wagon. Das ist allerdings auch kein Problem. Für unseren Talion, weil das ist so ein Typ Feuer. Gut. Gefallen. So. War das auch erledigt? Wobei ich auch diese. Hatten alle mal ein Pokémon von. Aber auch keine Ausforderung, ne? Alle mit dem One-Day weg. Wie gesagt, noch. Gut, dass da noch die eine oder andere Überraschung kommen könnte. Wir müssen ein bisschen auf das Pokémon auf eine Typgesteinpflanze. Ich vermute, dass das ein oder andere dabei ist. Ich vermute, dass auch der Arena-Trainer irgendwas dergleichen hat, wie irgendwelche Wasser-Pokémon. Sehr gut. Und hier muss immer ein Trainer sein. Ja, hier, Trainerin. Da, ich sehe dich, Arena Trainer. Arena Trainer. So, Mala mit einem Mogelbaum. Auch ein Mogelbaum. Haben wir gefangen. Damals hat der Galan mit 2 erinnert sich nicht an diese ewig lange Folge, wo wir so lange gebraucht haben, bis wir die gefangen haben. Fuck. Na gut, es kann robust sein, okay. Das ist erklärt. Warum ist es für mich ein One-Day-Kick? Aua! Na gut, du tötest dich jetzt quasi selbst.
Aber ein cleverer Schatz. Und wieder nur ein Punkt. Das wäre Arena-Leiter der einzige ist mit mehr als einem Pokémon. Ich fände es ein bisschen langweilig. So. Was soll man ein bisschen trainieren, damit ich das immer mal entwickeln kann? Weil irgendwie müssen wir machen. Das ist ja ein bisschen beschleunigen. Entwickelt sich die Freundschaft? Noch gewesen. Ah, hier ist weitere Passwort. Okay. So, dann haben wir das auch. Ja, tricky war es auf jeden Fall, weil man nicht viel gesehen hat. Kann sein. Jetzt sind die drei rum. Ja, der offensichtliche Weg nach geradeaus, der war für uns sehr fair. So, jetzt geht's tatsächlich gegen den Arena-Leiter und zwar gegen Mac persönlich. Den werden wir jetzt gleich kennen. Das weiß ich, ob wir den schon überhaupt kennen, auch wir haben ihn mal kurz bestimmt gesehen am Anfang. Als die Arena-Leiter da eingemarschiert kam. Und jetzt geht's los. Arena-Orden Nummer 6 soll heute kommen. Und da ist der gute Mac. Ich bin weg. Tut mir leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, um dem Publikum die unübertreffliche Kraft bei der Pokémon zu zeigen. Komm, bring das hinter uns, Challenger. Okay. So, weg. Und jetzt kämpfen wir, der fällt an einem Panathora, die Kraftbar. Und da können wir auch nicht mal Schild haben, das wird eine Weile. Und damals die denn zu besiegen. Aber ich werde jetzt nicht den Wechsel machen auf Victor. Das ist von Wien. Ja, deutlich verdammt sein. So. Ich kriege den Kaltklinge an. Wenn du überhaupt willst. Außer meine Verteidigung gesenkt wird, dann heißt, ich gehe drauf mit Giga-Sorge. Auch immer mit meinem KP wieder zurück. Palatora kann sich gegen diese Art von Kopf mit der Tiefaufwäsche plus der Tore und alles. Ich wollte es halt nicht verlieren. Der nächste Pokémon ist ein Pokémon, was wir nicht verschätzen dürfen, nämlich Fortuna. Damit sind Handy auch auf jeden Fall richtig mit seiner Schicht, weil dieses Pokémon von Team Käfer befreit. Jetzt ist es so, dass wir hier auf der Route vorher gefangen haben. Mittlerweile haben wir höher. Das kann nur Pulver spielen und kämpfen. Okay. Italien. So, ich bin mit Feldkram an, um uns die Initiative zu berauben. Das ist unter uns drauf. Jetzt ist fast einer der leichtesten Kämpfe in der Arena 1. Wenn er nicht irgendwie noch so groß überraschen wird. Jetzt haben wir 44 Entfernung von 43.
kommt auf jeden Fall mit einem Humanoid. Das Pokémon finde ich tatsächlich noch nicht. Wahrscheinlich habe ich mich gesteilt. Ich kenne mich nicht. Gut, ich hoffe, was ich kann. Ich hoffe, erstmal ein Felsgrab. Er hat ja 4, das hat er schon den Giga Dynamax eingesetzt. Vermute, dass er dann ganze Kabel besucht, irgendwie weiter mit dem Verdarkon. Ich dachte, dieses Produkt hat keinen Schlüssel mehr gesehen. Ja. Wir setzen Monte Carlo ein. Okay, das hätte ich noch fast erwartet. So. Nein, ich bin alles gekommen. Ich kämpfe weiter. Da sehen wir die Endentwicklung von. Die komischen Steine auf Route 3. Ich komme gerade nicht auf meinen Namen. Und die weitere Entwicklung von Bargon. Jetzt ist er ein Giga Dynamax. Neu ist klar. Also das geht hier. Leichteste Kampf der Renaturen ist gewonnen. Ich hoffe, dass man eine Warte oder so ein bisschen mehr hat. Wenn man wahrscheinlich nicht noch diese Pflanzen besucht hat, immer Pflanzen scheint zu sein, Pokémon. Damit hätte ich einen Platz, wo er gereicht hätte, weil das wäre schwierig geworden für mich. Schwierig, ja. Aber er hat gesagt, nö, ich, so, Rekko möchte Pizza erklären. Die ja. Also wir haben gewonnen, die 6. Antwort und die Leute. Ich bin einfach in einem Loch verpiekt. Wobei, weil ich nicht mehr richtig bin. Jetzt bin ich baff. Aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Hier, du hast mich besiegt. Der Gestein ist für dich. Ja, dieser Ort Nummer 6 gehört uns jetzt. Und du kannst jetzt alle Pokémon ausschließlich Level 50 fangen. Hat ja keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist alles. Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mac. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. TM 48, Felsgrab übrigens und noch eine Uniform von ihm. So. Mac ist gezwungen. Und sagen ja. Das war doch ein phänomenaler Kampf.
Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Chichester. Lass es dann sich doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Leckerbauer. Ja, das kennen wir mittlerweile schon. Das ist da, wo der größte Fanepot ist, wo wir schon mal kurz in der letzten Folge drin waren. Schauen wir mal, wenn wir noch ein bisschen was zu tun haben heute. Oh, hey Kev, du hast ja schon in den nächsten Orden gestanden, was? Das ist super. Du bist ja, da wirst du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Was? Bitte. Ich habe noch nichts Neues über die Twitternacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schilds herausgefunden. Aber Moment. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Ist das eine Legende? Ja, die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo ist das Schwert und das Schild denn? Was hat diese Tasche und was bedeuten? Genau, vielleicht wurde die versiegelt. Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einen tiefen Schlummer gefallen. War das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hast du doch durch die Entdeckung der beiden antiken Städte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert und das Schild war? Was? Was? Ich stehe auf dem Schlauch. Welchen Pokémon redest du? Na, du weißt doch, was ich meine, oder? Da mit dem Schmurwald, ja. Ja, genau. Das Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Ah, stimmt ja. Ihr wart ja im Schmurwald. Ich bin eigentlich nur auf die Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat, aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Komm, lass uns erstmal was essen. Aber ihr müsst haargenau erzählen, was passiert ist. Oh, habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Verstehe. Sehr interessant. Alles klar. Nächstes sollten wir zu euch besser genauer erkunden. Vor allem die Herontherme würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Dann machen wir das doch. Dann holen wir uns gucken, was heute ein bisschen Daumen. Also die, eigentlich haben wir jetzt Chichester ja schon ein bisschen erkundet. So. Die Herontherme. Hier soll der Held, der besser gesagt, hier soll die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Herontherme eigentlich nur von Pokémon. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben? Das werde ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, würde ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey, lass uns doch einen epischen Kampf zulegen. Moment. Halt. Na gut, aber lass mich nicht warten. Weil ich will hier gerne noch die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann kämpfen wir gegen Hopp und dann geht's endlich weiter. In der nächsten Folge möchte ich gerne mein Team komplettieren. Weil da wir kriegen auf der nächsten Route noch ein Item, was uns dafür hilft. Und zwar ein Pokémon und ein weiteres Item zu kriegen. Und ja, das wollen wir dann machen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.